Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RETV2. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Wie schon vor einigen Tagen angekündigt, wir wollten uns heute mal um das Thema Open Computers kümmern. Endlich mal ordentliche Computer. Wir haben dazu auch jede Menge Leute hier auf dem Server, zum Beispiel den Dosch. Hallöle. Den Butze. Hallo. Dann irgendwo der Crazy. Da. Hallo. Und wir haben uns natürlich einen Streetdigger noch geholt, weil der hat ja schon ein bisschen was damit gemacht, ne? Ja, hallo. Und wir haben uns ganz namhafte, wie soll man sagen, Hilfe noch mit dazu geholt. Und zwar den guten Sanga. Hallihallo. Seines Zeichens Mod-Entwickler, Mitentwickler, wie darf man dazu sagen? Ja, im Endeffekt der Hauptentwickler, ja. Okay, Entwickler von Open Computers. Da kann ja nichts mehr schiefgehen, hätte ich gesagt, oder? Kann schon noch, aber schauen wir. Wir kriegen das schon irgendwie in den Griff, nicht? Ja. Unser ursprünglicher Plan, wenn wir uns daran halten, ich weiß es natürlich nicht, bezieht sich darauf, dass wir das Ganze in 3 Folgen abhandeln, das ganze Thema. In der ersten Folge wollten wir uns eigentlich grob darum kümmern, wie wird so ein Computer überhaupt gebaut, was steckt alles drin, was muss man alles reinstecken, was muss man beachten. Natürlich wollen wir einen Sanga auch ein bisschen kennenlernen und ein kleines Programmelchen aufsetzen. Folge 2 wird sich dann um bewegliche Computer kümmern, also so die Robots, das Gegenstück zu den, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Turtles. Turtles, genau, danke. Und in der dritten Folge haben wir noch ein Spezialthema. Ich hoffe, da kommen wir noch dazu. Es gibt nämlich etwas Besonderes bei dem guten Open Computer, und zwar Server. Und da wollten wir auch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich hoffe, da hat er was Tolles dabei. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal. Gut. Während ich jetzt hier mal den ersten Computer hier an unserem Terminal aufbaue, könnt ihr ja schon mal ein bisschen Sanga mit Fragen belästigen, oder? 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 Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ja, ganz ruhig, wir beißen nicht. Also heute nicht mehr. Sagen ja, Sie nach, alle. Nach 18 Uhr darf ich nichts mehr essen, es tut mir leid. Hilfe, Hilfe. Ich gehe schon zurück, ich gehe zurück. Sie kommen alle auf mich zugeschlichen. Echt? Alle? Ach, nicht alle. Fast alle. Ja. Das kann ich euch beantworten. Wenn keiner anfängt. Läuft ja, euer Betriebssystem auf Windows? Bitte ich was? Boah, das war echt eine freche Frage. Ich habe die Turbinensteuerung, komm mal kurz mit. Ich komme mit. Fangen wir mal direkt ganz doll an. Okay. Da unten. Und eher wunderschön. Oh, schön ausgefallen, der Raum, auch ja. So weit. Nur hin und wieder hört das einfach mal auf. Und nach einem Restart funktioniert es wieder. Halt wie bei Windows. Nee, eigentlich hat das mit Windows wenig zu tun. Aber. Nee, aber. Also, was genau stoppt? Das Programm, oder? Das habe ich noch nicht rausgefunden, was genau nicht funktioniert. Der liest nur alles aus, nur der steuert hier die Reactor Control Rods nicht so richtig an. Die lässt da irgendwie bei 100% und ja, keine Ahnung warum. Da ich das Programm jetzt nicht kenne, keine Ahnung. Gut, hätte ja sein können, dass du da irgendwie so ein bekannter Bug oder so ist. Nicht wirklich. Also das Einzige, was bei sowas normalerweise ist, ist halt, wenn irgendwie das Teil, das eben mit der Maschine interfaced irgendwie seinen Zustand nicht richtig speichert, aber das sollte in dem Fall eigentlich schon richtig sein. Ja gut, vielleicht daher, irgendwie Chunkrants oder so. Ja, eigentlich, keine Ahnung. Eigentlich unwahrscheinlich, in dem Fall. Er hätte ja sein können. Hätte sein können, ja. Gut, dann muss ich mal weitersuchen. Also doch, ja, du wirst es schon finden, denke ich, oder? Ja. Ja, ich gehe schwer davon aus, sonst muss ich es umschreiben. Gut, dann können wir hier wieder weggehen. Umschreiben. Das funktioniert sonst. Ich bin ja auch ein Zuschauer von eurem Mighty Pirates gegen die Hosenkorps. Ah, okay. Also gebe ich jetzt offen ehrlich zu, ne?
Also wirklich sehr, sehr gut gelungen. Auch die Videoführung und sowas, die Videobearbeitung, die fasziniert mich. Also hier mit den drei Videos. Da muss ich sagen, ist ja, ja, da ist ordentlich ist Daniel Aufwand drin mit drei hier Kameras und genau. So. Ja, ja, das da kannst du Daniel Dacker total, kannst du damit dich einschleimen. Der macht das, macht er auch sehr gut, ja. Ja, nee, also einschleimen möchte ich mich jetzt nicht. Ich möchte einfach nur gesagt haben, das sieht super aus, wie ihr das jetzt logistisch macht oder ja, so. Ja, danke, danke. Ja, ist mir immer noch ein Rätsel, aber das sollte jetzt eigentlich nicht Thema sein. Bitte? Ja. Werde ich weiterreichen. Dankeschön, Dankeschön. In der Folge 32, glaube ich, habt ihr für die Roboter so ein Programm vorgestellt? So ein Schematik-Programm? Richtig, ja, richtig. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, wie das eigentlich so funktionieren kann, wie die Roboter gefüttert werden, was das Programm so kann und ob du das eventuell uns zur Verfügung geben kannst. Ja, also von hinten angefangen, wir haben vor, es irgendwie da mal zur Verfügung zu stellen. Also momentan, wo es eigentlich primär dran hapert, ist mal so ein bisschen Dokumentation zu schreiben. Insbesondere bezüglich, insbesondere wie halt das Dateiformat sein muss von der Datei, die Schematik beinhaltet im Grunde, weil das ist was Custom. Das hat man bei euch im Video ganz kurz gesehen, glaube ich. Ja, genau. Das ist im Endeffekt sind 1er und 0er pro Spalte, die gebaut wird. Ja, okay. Haben wir gesehen, ja. Ja. Ich glaube, ich habe da irgendwie so ein Schema rausgesehen. Ja, genau. Und ja, im Grunde läuft es halt so, dass die Datei von vorne nach hinten durcharbeiten und immer schauen, müssen sie es gerade im Block setzen oder Luft lassen. Und das Ganze läuft dem Fall noch so, dass es halt immer was setzen muss, auch wenn da Luft ist, um weiterbauen zu können, weil Roboter per Standard können sie nicht in der Luft irgendwo einen Block setzen. Also im Endeffekt verhalten sie sich da wie Spieler. Man braucht immer einen Referenzblock, um da anbauen zu können. Da gibt es das Angel-Upgrade drin, oder? Genau. Richtig, das gibt es inzwischen, aber das gab es damals halt noch nicht. Ach so, okay, gut. Okay. Deswegen läuft das noch so richtig schön custom. Wir bauen uns Erdblöcke hin, die wir nachher wieder wegmachen. Wie im aber richtigen Leben. Das funktioniert ganz gut, ja, das funktioniert ganz gut, genau. Und die fahren halt immer zur Kiste zurück, um neue Materialien zu holen, wenn sie brauchen, und Energie aufzuladen, wenn nötig. Und ja, bauen dann nach und nach entsprechend, was in der Datei drin steht. Das ist echt genial, das Programm. Also ich habe das ja so teilweise im Hintergrund in Action gesehen. Also das ist wirklich phänomenal. Und vor allen Dingen der Schädel, der sieht so dermaßen gut aus. Also wirklich Respekt. Ja, den haben wir ja auch geklaut, aber... Aha. Ja gut, das muss ja keiner wissen. machen wir alle einen Piepton drüber, ne? Also so ganz kleiner Spoiler. Wenn man einfach mal nach Skull Schematic Minecraft sucht, ist es, glaube ich, das Erste, was man findet. Aber, also kann jeder nachbauen. Ja, klar. Aber nicht mit Robotern. Ja, nicht so einfach. Aber noch nicht so einfach, ja. Nee, genau. Und das ist es eigentlich. Also ich meine, so ein paar Schwachpunkte hat das Ding natürlich, weil eins ist halt, man kann wirklich bloß mit einem Material bauen. Also man kann nicht gemischte Materialien bauen. Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja. Genau, das kann also doch dieser Sensor, oder ihr habt doch so einen Sensor, der da die Dichte oder sowas misst? Oder irgend sowas habt ihr im Kopf? Qualifizierte Fragen. Dieses Umgebungsscannen für diese Geister-Ding. Es gibt einen Mod, der heißt Computronics. Da. Der. Wie? Dieses Holo. Ach, der ist Hologramm. Genau. Ja, der Hologrammprojektor. Ja, ja. Aber also, und in dem Zusammenhang konnte man doch irgendwie Blocks scannen oder sowas? Nein, noch zumindest nicht. Also in 1.3 wird es einen neuen Block geben. Okay. Den, ich habe mal Geolizer getauft. Okay. Mit dem kann man dann tatsächlich die Dichten messen, ja. Aber in 1.2 ist ja auch noch nicht. Oder habe ich was vorweggenommen? Ah, macht nichts. Habe ich ja auch schon im Forum gepostet, so gesehen. Wer ihn interessiert, der kann es nachlesen. Es gibt einen Add-on-Mod, der heißt Computronics, der hat Kameras und die können das meines Wissens auch. Und die kann man auch in Roboter einbauen. Sprich, man könnte durchaus schon schauen, was da so ist. Das Problem war eher so, dass das Inventarmanagement dann so ein bisschen kompliziert geworden wäre. Und wir es deshalb erstmal einfach gelassen haben mit bloß einem Material. Aber da könnte man noch Verbesserungen einbauen, das ist wohl wahr. Und aber ihr habt ja schon den Unterschied gemacht zwischen den Nullen und Einsen. Bei Nullen setzt ihr ja einen Erdblock und bei Eins eben das Material, was er ihm gibt. Genau, also Null ist halt nichts im Endeffekt und Eins ist dann das Material, mit dem er es bauen soll, ja. Und jetzt, ich bin total Laie, was die Programmierung und sowas betrifft, aber wenn du jetzt zum Beispiel das so machst, dass du 0, 1 und 2 nimmst und 1 und 2 eben für die Materialien setzt, geht das? Würde es gehen, theoretisch? Könnte man so machen, ja. Man muss halt dann entsprechend das Programm umschreiben, dass er weiß, dass 2
ein anderer Bereich im Inventar ist. Weil jetzt ist es halt so, dass das ganze Inventar, weiß einfach, in Slot 1 ist die Erde drin und alles andere ist das Baumaterial. Sprich, man müsste das Programm entsprechend umschreiben, dass halt dann man irgendwie sagt, okay, ab Slot 8 oder sowas ist das zweite Material oder so. Das okay, würde schon gut. Gehen, würde schon gehen. Okay. Reed, falls du dich mal in Lua einarbeiten willst, hast du jetzt ein Projekt. Ja, danke. Wir sehen uns dann am Staffelende. Mit welcher Staffel? Programm? Staffel 5 dann, Ende. Nicht 6. Ja. Ah. Noch eine Frage. Das ist jetzt generell. Bei also euch sind die, also Roboter generell. Ja. Die Roboter sind ja Blöcke, ne? Ja, richtig. Wie wäre es möglich, die als Entity zu machen? Und dass die auch quer gehen können? Also ich hab's mir auch schon überlegt, das zu schauen, dass man die auch als Entities hat, tatsächlich als reale. Hätte diverse Vorteile. Hätte zum Beispiel den Vorteil, dass man viel einfacher mit anderen Entities interagieren könnte. Also zum Beispiel momentan ist es so, dass man Tiere zum Beispiel nicht an die Leine legen kann. Weil auch wenn die Roboter einen sogenannten Fake-Player verwenden, ist der halt keine echte Entität in der Welt. Sprich, es gibt dann zum Beispiel Renderprobleme auf dem Client, weil die Leine nicht weiß, wo sie verbunden ist. Also das wäre dann zum Beispiel möglich und ist auch sowas, was ich eigentlich gerne machen würde. Ja, ist was. Gehst du weg. Super, Ping-Pong. Aber es genau. Ist, hat halt auch so ein paar Schwierigkeiten. Vor allem eine Sache ist halt, wo man dann wahnsinnig aufpassen muss, ist, wie man es von der Klassenhierarchie implementiert, damit andere Monster nicht durcheinander kommen und das als Spieler betrachten oder Minecraft selber denkt, da ist ein echter Spieler in der Welt. Also Sachen, die dementsprechend... Also nicht so es ganz ist, nicht, einfach. Ist nicht trivial, nein. Es ist was ich irgendwie im Hinterkopf habe und schauen möchte, dass ich es irgendwann vielleicht mal hinkriege, aber zumindest nicht in Kürze. Schade. Ja. Aber wie habt ihr das zum Beispiel hinbekommen? Entschuldigung? Ja. Nö, ist nix. Ist nix, okay. Wie habt ihr das hinbekommen, dass die Roboter auch die Tinker-Construct-Werkzeuge nutzen können? Ja, das geht im Endeffekt durch eben diese Fake-Player-Klasse. Also im Endeffekt ein Roboter simuliert einen Spieler im Endeffekt in der Welt, von der Programmierungslogik her. Sprich, er benutzt das Werkzeug, das in dem ersten Slot drin ist, so wie ein Spieler das Werkzeug auch benutzen würde. Und dementsprechend funktioniert es im Grunde fast von Haus aus mit allem an Werkzeug. Es gibt halt noch ein paar Sonderfälle, wo man dann ein bisschen extra Logik einbauen muss, was dann die Positionierung von dieser Fake-Entity eben angeht. Also es sind so ein paar Zeilen Sondercode extra zum Beispiel für Tinkers Konstrukt drin, dass so Sachen wie die Lumber-X oder dieser 3x3-Block-Hammer, dass die funktionieren. Aber sonst ist es im Endeffekt wie ein normaler Spieler. Also man sagt einfach, er soll das da mal das Werkzeug anwenden. Okay, aber bei den TC-Werkzeugen merkt er zum Beispiel nicht, ob das jetzt abgenutzt ist oder nicht, richtig? Das kann gut sein, dass da die Sonderbehandlung für den Schaden noch nicht drin ist, ja. Also normalerweise ist ja bei Minecraft so, dass es eben Gegenstandsschaden gibt und einige Mods, wie eben halt auch Tinker's Construct, speichern den halt anders. Die speichern den nicht direkt als den Schadenswert von dem Gegenstand, sondern irgendwie in dem NBT-Datenteig drin. Und wenn das halt der Fall ist, dann braucht man dafür Sonderlogik. Und das ist durchaus wahrscheinlich, dass ich da noch nicht keinen Sondercode drin habe. Ja, das müsste ich mir mal aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Ja, bitte. Also zum Beispiel für so Sachen wie Sachen, die Strom brauchen, ist es zum Beispiel so, dass halt, ich glaube, es läuft einfach über Universal Electricity, dass da halt auch der Strom entsprechend wie Schaden behandelt wird. Also wenn man irgendwie was Elektrisches verwendet, irgendwie.